Hallo, schöne Frau. Sieht so aus, als hätte ich eine Gelenksentzündung hier, ne? Der Onkel aus Amerika? Was soll jetzt denn wieder spionieren, ne? Nein, das sicher nicht. Nein, ich wollte es einfach wiedersehen. Ja, ein bisschen die Beziehung pushen, ne? Nein, da mal lang oben, schauen Sie. Sie sind eine Frau und ja, ich bin halt nur ein Mann. Ich will noch ein Angebot machen. Sie werden mir doch nicht, ohne dass wir uns kennen, einen Heiratsantrag machen. Alle Leute hören es ganz nicht da. Fragst nicht. Das ist ja wie in einem Film von der Rosamunde Pilcher. Ja, alte, fragst nicht. Zuerst da, Party, der gnädige Frau, jetzt einen Antrag von einem Herrn aus Amerika. Da kommt Freude auf. Bleib mal ein bisschen locker, das war anders gemeint, ich meine was anderes. Was denn? Na, wegen der Haken, was wir schon geredet haben. Ne? Schauen Sie, was ich brauche, war so ein, ja, so ein Mittelding zwischen Stewardess und Garderobe, so mit ein bisschen einer Reinigungsverpflichtung und so halt, ne? Für mein Center. Ne? Also, unsere Beziehung schaut so aus, dass Sie den Chef spielen und ich in einen Putztrampel, was? Wissen Sie, was Sie her aus Amerika sind? Putzen Sie in einen Dreck selber und lassen Sie mich in Ruhe. Und jetzt schleichen Sie, ich muss noch weiterarbeiten. Ja, jetzt sind Sie gleich angerührt, nur wenn man was fragt. Ich meine, so finden Sie dann nie einmal. Männer finden immer genug, wenn ich wollte. Ich will aber nicht. Und wenn Sie mich noch weiter belästigen, dann kehre ich Ihnen auf einen Heifern, Sie Würstl. Jens, ich glaube, Sie stehen noch ein bisschen auf mich, gell?